Der Anstieg der Kraftstoff- und Energiepreise könnte die Geldbörsen der Familien in Portugal bald auch in anderen Bereichen noch stärker belasten. Neben den direkten Auswirkungen der Erhöhungen droht auch die Rechnung für die Landwirte bald in den Haushalten der Verbraucher anzukommen. Düngemittel, Insektizide, Geräte, Arbeit, alles ist in Portugal bereits teurer geworden. Eine Genossenschaft in Lourinhã schlägt Alarm. Wir erleben einen Anstieg der Gemeinkosten in der Produktion, verkaufen aber zum gleichen Preis oder billiger als zuvor. Das wird unmöglich sein und ist nicht nachhaltig. Es ist absehbar, dass sich zumindest ein Teil dieser Kostensteigerungen in den Endpreisen niederschlagen muss, denn sonst müssen die Landwirte aufhören. Andere Landwirte wie Antonio Simões fangen an, andere Optionen in Betracht zu ziehen. So wie die Dinge liegen, weiß ich nicht, ob es nicht besser wäre, aufzuhören, solange wir es noch können und in einem Jahr oder so wieder anfangen. Denn wir riskieren, das auszugeben, was wir haben und was wir nicht haben. Wenn wir jetzt aufhören, wären wir immer noch finanziell stabil. Ich habe bereits Kollegen, die aufgeben. Sie steigen wieder in den erlernten Beruf ein. Sie hatten extra vor 2 oder 3 Jahren für die Landwirtschaft gekündigt. In Bezug auf die Vermarktung schlägt der Geschäftsführer eines Gemüsehandels in Ribamar vor, die Preise zu erhöhen. Wenn wir nicht ein bisschen Gewinn machen, wenn das alles nicht steigt, wird es jeden in der Kette erwischen. Das geht bis zu den Genossenschaften, den Anbietern von Werkzeugen und Ausrüstungen. All diese Leute werden ebenfalls betroffen sein, weil die Erzeuger kein Geld mehr haben, um bei ihnen zu kaufen. Ein Dominoeffekt, der den Zugang zu gesunden Lebensmitteln für Familien immer teurer zu machen droht. Und das in einem Land, in dem der Mindestlohn unter 700 Euro liegt.